Wir sind Jens und Manu in einem 360-Grad-Video. Willkommen zu einem 360-Grad-Video von Jens und Manu. Wir befinden uns heute im Detlefs Grand Alpa integriert. Ja, also hier vorne Fahrerkabine ganz normal mit elektrisch verstellbarem Hubbett. Das gleiche Modell hat man eigentlich schon in Düsseldorf gefilmt. Allerdings ist die Aufnahme nichts geworden. Deswegen bin ich froh, dass wir das Ganze heute hier nochmal haben. Manuela, dein Eindruck? Würde ich für gut empfinden. Hat einen Wohnwagencharakter. Durch die Rundsitzgruppe, gell, ist das natürlich. Und vorne weg. Und dann hast du im Prinzip einen riesengroßen Wohnraum. Ja, ich habe jetzt die Kamera bewusst hier in der Mitte stehen lassen, dass man mal den ganzen Eindruck... Also Wischen nicht vergessen. Dass man mal den ganzen Eindruck vom Raum hat. Das Fahrzeug ist natürlich auch fast 9 Meter lang. Ja, also hier merkt man schon, dass da viel Raum vorhanden ist. Und eben durch die Rundsitzgruppe ist der Raum natürlich auch, wirkt natürlich auch viel, viel größer. Was sehr schön ist, was mir sehr gut gefällt, ist dieses Sideboard, was sie hier gebaut haben. Ja, so hat das wirklich einen Wohnraumcharakter und nicht mehr wirklich so Wohnmobilmäßig. Ja. Genießt ruhig den ersten Eindruck. Wir gehen jetzt mal Stück für Stück durch und werden das Ganze mal dann filmen. Ja, jetzt befinden wir uns direkt in der Rundsitzgruppe. Also was lass dich mal unterbrechen, was mir an der Rundsitzgruppe sehr gut gefällt. Ihr wisst ja, wir flezen ja gerne. Also es muss Platz zum Flezen sein und das hast du hier an der Rundsitzgruppe. Dann kannst du natürlich auch mit vielen Leuten, mit vielen, bewusst vielen Leuten, hier auch mal im Winter nach dem Skilaufen sitzen, ohne dass Snorker hinstellen musst und zwei auf die Strafbank verbannt werden. Ja, richtig. Hier noch seitlich Regale. Ganz toll, also mit Magneten gesichert, sodass die auch während der Fahrt nicht aufgehen können. Hinter dir, Manuela, sind nochmal weitere Regale, wo man auch Utensilien reinlegt. Das finde ich gar nicht so schön. Ich sag, dieser wohnliche Charakter ist hier wirklich sehr gut. Ja klar, Wohnmobil bedingt hat man hier oben noch den Raum genutzt für Staufächer, ist klar. Und hier hinten die Ablage. Das ist das Einzige, was mir nicht gefällt, dass du hier verschenkten Raum hast. Ist aber besser wie in allen anderen Modellen, die wir jetzt so mit Rundsitz, die waren noch viel, viel breiter. Waren ja breiter gewesen. Hier hinten, damit würde ich gut leben können. Aber du würdest die Hummel nicht mehr reinkriegen. Das ist richtig, das zeigt man dann ja sowieso noch extra. Ja. Aber es ist wirklich ein Ablagefach für Tablet, Computer, Handy und so weiter und so fort. Das passt schon ganz gut und natürlich sind nochmal Klappfächer drin. Also wäre das eine Müllecke für uns. So ungefähr. Auch dieser Tisch ist sogar noch absenkbar, sehe ich gerade, sodass man das noch als Bett nutzen kann. Ja, damit wäre gesagt, dass hier hinten dann noch ein Gurtplatz wäre. Ne, sind zwei Gurtplätze da hier. Ja, hier vorne. Also wischen. Ihr könnt euch das alles angucken, wenn ihr das wischt. Ja. Fernseher. Kannst du da vorne hinstellen? Ich denke mal, ja, der kommt hier vorne hin oder hier aus der Wand raus. Nee. Weiß ich jetzt nicht. Nein. Müsste man dann mal nochmal erfragen. Ja, auch von oben her viel Licht, sodass die großen Hekis da sind. Natürlich im Sommer auch mit dem Nachteil, dass sie natürlich auch schnell aufheizen. Ja. Aber ja, wer das eine will, muss das andere mögen. So schön sagt also, man das auch. Also sagen wir mal so, wenn man dann Rentner ist und man, ich sage jetzt mal, mehr mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ist das dann schon eine gute Alternative, weil man richtiges Haus mit hat, sage ich jetzt mal. Genau. Also jetzt für uns wäre es jetzt noch nichts. Nee. Jetzt noch nichts. Also in 10 Jahren, wenn wir dann mal in Rente gehen, könnte man drüber nachdenken. Richtig. Aber da ist wieder ein anderer Nachteil. Da kommen wir ja jetzt hin. Nee, noch nicht, aber dann werden wir... Ja, das will ich jetzt aber schon gleich mal mit sagen. Ja, dann. Mit dem Hubbett, dass man dort keine Fenster hat. Das ist das einzige Nachteil,
Weil ich gucke früh, wenn Jens Kaffee kocht, sehr gerne mache ich dann das Rollo runter und liege in meinem Bett und gucke mir noch die Natur. Und das können wir doch dann erzählen, wenn wir vorne sind. Gut, jetzt stehen wir hier in der Küche. Ich habe gerade mal geguckt, eine Dunstabzugshaube ist drin. Die möchte ich ja auch in keinem Wohnmobil missen. Und was es sehr schön verarbeitet ist, wenn man den Türer aufmacht, dass hier ein Holzkasten drumherum gebaut worden ist und um den Schlauch, was dann abgezogen wird. Das ist bloß mal so eine Bemerkung am Rande. Was ich sehr schön finde, 3-Flammen-Kochherd. Und da kriegt man auch drei Töpfe drauf. Das ist sehr gut. Und was mir jetzt auch, was wir ja nachgerüstet haben, dass hier die Griffe schon dran sind, dass man so richtig schön nichts abrupft. Viele Schränke. Das ist sehr schön. Ja. Der Kühlschrank ist normaler. Kühlschrank mit Tiefkühlfach. Hier auch nochmal. Da ist der Fernseher bestimmt drin. Ja, hier ist noch Platz für den Fernseher, richtig. Und hier oben, also es ist viel Stauraum in der Küche da. Das ist wohl wahr. Mehr. Spüle. Da nimmt man wieder mehr Müll mit als. Hier auch nochmal so Gewürzregal. Gewürzregale, hier kann man was auflegen. Was auflegen. Also sehr. Also es ist an vielen Stellen hier mitgedacht worden. Muss ich wirklich sagen. Ich sage ja, hier kannst du ein Dreivierteljahr drin leben ohne. Ja, wenn wir einmal dabei sind, hier oben haben wir noch das Bedienbord, gell, mit allem drum und dran, was es so da dabei ist. In dem Fall eine Truma-Heizung hier drin. Dann hier links oben das Bedienteil fürs Hubbett. Und was dann jetzt hier noch so alles ist, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und eben auch eine schöne Garderobe, die noch versenkt ist, also rein versenkt ist, sodass diese Jacken nicht nach außen aufbeulen. Ja. Finde ich auch wieder sehr toll. Gut. Jetzt stehen wir im Bad. Eine riesengroße Dusche. Das finde ich gar nicht so. Stell dich mal rein in die Dusche. Hast du Platz? Ja, auf jeden Fall. Also viel mehr habe ich nicht. Ich muss sowieso in den Duschkopf, wobei den kann ich sogar noch nach oben machen. Er ist noch nicht ganz oben, würde ich sogar noch drunter stehen können. Ja. Genauso ist es hier. Waschbecken hat man genug Bewegungsfreiheit und Toilette. Man macht ja eh die Türe zu. Also die Türe zu und nicht die Türe zu. Toilette, also das ist ja ganz normal. Gut, dann haben wir hier noch einen Kleiderschrank. Und hier hast du den Kleiderschrank. Den Hängeschrank. Sogar mit abgesenkt, sodass auch lange Kleider oder Hosen Schuhe kannst du dort reinschmeißen. Gut, und das wird die Treppe sein. Nee, auch nicht. Nee, auch nochmal ein Hängeschrank. Auch nochmal ein Hängeschrank. Also, und jetzt lässt du das Fahrrad. Da ist bestimmt, ja genau, hier ist die Treppe. Hier ist die Treppe fürs Hubbett. So. Lass dir mal das Hubbett runter. Das geht elektrisch, hat man ja schon gesagt. Ja. Ah, da ist doch. Sind doch Fenster da, also müsste ich mich da rumdrehen. Ja. Vielleicht soll ich das. Da. Zieh mal raus. So. Seht ihr hier, sind die Fenster. Also könnte ich dann nachts früh mich rumdrehen und kann ich auch aus die Fenster gucken. Also das ist doch, dann ist es doch unser Wohnmobil, wenn wir Rentner wären. Nein, Spaß beiseite. Also die Betten sind ausreichend lang, sodass man dort auch genügend schön schlafen kann. Ja? Und man kommt auch durch die Treppe sehr gut rein. Ja. Ja. Also von der Seite her ist es auf jeden Fall sehr gefällig und ganz gut gearbeitet. Also das. Ja, und hier der entscheidende Nachteil von diesem Fahrzeug. Das ist aber ein ganz entscheidender Nachteil. Hier kriegt man keine Fahrräder, keine Hummel. Man kriegt es rein. Man muss aber alles sehr klein bauen, also abbauen und das so weiter. Das ist gerade was für uns. Das ist genau. Und das ist das, was ist nichts für uns. Bei uns muss es im Prinzip kompakt sein, dass man alles bloß reinstellt und fertig, Klappe zu, Affe tot. Genau. Das ist schade. Das ist wirklich der einzige Nachteil. Andere Hersteller haben das so gelöst, dass sie hier den Boden nach oben gesetzt haben. Da hat man zwar drin eine Treppenstufe, der Platz wäre auch da. Und dann hätte man wieder diese Höhe. Du kannst, jedes Wohnmobil ist ein Kompromiss, das weißt du doch. Das ist wohl wahr.
Na gut, wir haben es jetzt mal von unserer Seite her mal begutachtet und haben das mal gezeigt. Wir verlinken die Außenansicht auf dem als eigenes Video, aber was nicht als 360 Grad funktioniert, am Anfang des Videos, und dort könnt ihr dann nochmal die Außenansicht vom Fahrzeug euch anschauen. Das war ein 360 Grad Video mit Manu und Jens.